Genau, Johannes 14. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird wen? Euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, okay, also interessant. Da haben wir jetzt diesen Vers, den Shinshan Shi so völlig isoliert liest, weil dieses euch hat ja die Jünger im ersten Jahrhundert nicht betroffen. Die haben ja dann scheinbar noch nicht alles gelehrt bekommen und wurden aber auch noch nicht alles erinnert. Das passiert erst 1950 Jahre später durch den südkoreanischen Lee Man-hee. Komisch, wieso sagt er dann, er wird euch das lehren und er wird euch erinnern? Wir finden in diesem Kapitel insgesamt 27 Mal das Wort euch. Euch. Warum? Weil er dann mit den Jüngern am Sprechen ist. Und es macht doch keinen Sinn. Also dann müssen wir schon konsequent sein, liebe Shinshan-Shi-Gemeinschaft. Und dann das komplette Kapitel 14 auf Lee Man-hee umdeuten und auf das Ende der Zeit. Weil es kann doch nicht sein, okay, weil wir gehen jetzt mal davon aus, er redet hier wirklich mit den Jüngern, die gerade vor ihm stehen. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch nicht gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Euch. Also die ganze Zeit, wenn euch die Rede ist, dann meint es die Jünger, mit denen er spricht. Aber plötzlich in Vers 26, ganz isoliert, dieser Vers, nee, das meint eigentlich nicht euch, sondern die Leute, die dann in 1950 Jahren leben, die 300.000 Shinshan-Shila, die es dann geben wird. Das kann doch jetzt nicht der Ernst von Lee Man-hee sein, diese Stelle so zu missbrauchen, abgesehen davon, dass es die schlimmste Gotteslästerung ist, die dritte Person des dreieinigen Gottes auf sich selbst zu beziehen. Das ist neben der schlimmen Blasphemie, die wir auch haben in Form der Zeichnungen in den Shinshan-Shi-Schriften, ein weiteres Indiz dafür, was dieser Mann für jemand ist. Aber da würde mich, also finde ich schon interessant, ja, wie man das jetzt deuten will, dass er ja eigentlich da eine Gruppe von Menschen vor sich hat, mit denen er am Quatschen ist, aber das euch meint scheinbar nicht sie. Weil wenn er davon spricht, er sagt ja, ich lasse euch nicht als Weißen zurück, ich lasse euch nicht alleine zurück, sondern ich gebe euch den Beistand. Ja, aber naja, okay, euch scheinbar nicht, laut Shinshan-Shi-Lehre. Muss irgendwie geistlich umgedeutet werden.